Hallo und herzlich willkommen zum Spieltag. Eintracht Spandau gegen Maus. Heute werden Mäuse gejagt. Und wir haben uns als tatkräftige Unterstützung einen Sprecher der Fans, einen originalen Spandauer, jemanden, der für euch da ist und eure Stimmung verkörpert, rangeholt, um mit mir heute zu casten. Begrüßt mit mir Kalle! Jawohl! Jawohl! So! Heute wird gefeiert! Zack! So! Achtung, Achtung, eine Durchsage! Heute werden Mäuse gemäht! Heute wird Katze und Maus gespielt, meine Damen und Herren! Eintracht Spandau wird wieder Punkte holen, nicht wahr? Ich kann kein Wort mehr verstehen, aber heute werden Mäuse gefickt. So, ja, so. Das kann man natürlich auch sagen. Das kann man auch sagen. Ja. Gut, ja, so, danke, dass du mich eingeladen hast hier in deine Stube. Was machen wir heute jetzt? Reißen wir komplett ab. Ja, das ist gar kein der Wort. Der Cast heute wird mega laut und mega geil. Ja. Und genauso, wenn die Jungs auch spielen. So, ja, heute wird mal Stimmung gemacht, weil was mir die letzten Wochen hier so ein bisschen aufgefallen hat, da hat das Volumen gefehlt. Deswegen habe ich mir einen kleinen Helfer hier, ne, den guten Jürgen habe ich mir mitgebracht. Der Jürgen? Ja. Hallo Jürgen. Der ist ein bisschen der Stimmungsverstärker, sag ich jetzt mal, ne? Der wird jetzt hier heute zum Einsatz kommen, ne? Weil heute, was mich ein bisschen stört, ist so Hymne hin oder her, ne? Ist ja super, ne? Hier, wo die Habekreuze stehen. Aber hast du ihn drauf? Na klar. Ja, geil. Aber letztes Mal irgendwann, was war das, vor einer Woche, anderthalb, dreimal in 10 Minuten diese scheiß Hymne singen? Wer ist daran verkehrt? Naja, da muss doch mal ein bisschen Variation kommen hier. Ne? Aber du kannst die Hymne auch schon beim Stadion, wo die da 90 Minuten da beim Fußball nur ein Lied singen? Ich würde auch nur ein Lied singen 90 Minuten lang. Ja, weil du kein anderes kannst. Das ist auch richtig. Ne? So. Aber weißt du, wer was kann? Ne? Unsere Eintracht, ne? Die ich so sehr liebe. Ne? Die hat sich hier hochgeboxt, haben die sich. Ne? Hier, komm, mach mal in der Prime League. Jump noch einfach rein. Hier, ja, zack. Ja, Tabelle ja, normal geguckt. So. Platz 6. 6-6, Platz 6, Teufelszahlen. Ja. Und die sind ganz da oben. Weil wir auch wie der Teufel sind wir. Wir sind hier the Devil, sind wir. Der Teufel einer jeden Maus. So. Hier, was ist das? Nummer 6 ist doch hier so ein Platz für die Playoffs. Ist ein Playoff-Platz, richtig. Für die Playoffs. Und ganz, ganz schlimm, da ganz am Anfang, als der Stream noch nicht lief, habe ich hier gelesen im Chat, ob der Kalle überhaupt LOL kennt oder spielt. Junge, ich habe die Worlds, habe ich moderiert. Die World Championships, da wo die ganz Big Players, wo die Eintracht in 2, 3 Jahren... Der hatte schon richtig krasse Delfine. Vor Leuten stand ich schon. Die Haie hattest du schon vom Mikro, also... Ja, hier, scheiß Donnerz. Ja, der scheiß Donnerz. Ja, der war auch mal bei Big. Damals, der Donner-Donny, da habe ich ihn noch hier gefeiert, ne? Genau. So, und jetzt Absturz von Big. Komplette miserable Geschichte, was die da. Ich meine, eben, sind die nochmal über ewig eine war auch sehr absolute knapp. Frechheit. Also war auch sehr, sehr knapp. Ja. Und da ist also 6-6 kann so bei uns stehen, ja, wo man denkt, krasse Sache. Ja. Wie konnten die Jungs so improven? Und dann kann man 6-6 bei Big stehen und dann denkt man sich so, okay, ist schon ein bisschen mehr wärmlich. Ne? Das stimmt schon. So. Ich muss ja aber ganz ehrlich gestehen, also in den 80 Jahren jetzt, wo ich die Eintracht-Spiele verfolge. Ich habe ja Anfang der Saison gesagt, als der Knabe da den Prall dran geholt hat, habe ich gedacht, der hat zwar Potenzial, aber der war shaky, ne? Der war shaky am Anfang, war der. Ja. Brücki, der war shaky. Der hat da reingefeedet oben, aber jetzt die letzten Spiele und auf seinem Alligator da, da macht er der... Nischer Schnappi. So, der lässt sich nicht ledern, ne? Absolut. Der schnappt zu. Und heute schnappen wir zu beim Thema falsche Maus. Actually witzig, aber es ist falsche Maus gewesen, die ich gerade angefasst habe. Ja, macht doch nichts, Mensch. So, sind auch alles falsche Mäuse hier. Ja. Auch alles Loser. Ja, kennst du noch diese beim Kiosk, diese Mäuse, die du reingeschnabuliert hast? Ich sehe so aus, aber nein. Also ich kenne so. Ja, die. So sehen die aus, als würden wir die heute snacken. Ja. Ne? Süß und unschuldig, ne? Richtig. Aber die werden komplett weggemacht heute. So, der eine heißt Practice, die haben doch nicht geübt. Nee, haben sie nicht. Haben nicht ausreichend das Hinspiel, zu gewinnen. Das Hinspiel war ja schon, das war ja das erste Spiel damals, falls du dich erinnerst. Das Hinspiel war ja einer derjenigen, wo man dachte, heute klappt's. Genau. Heute wird's was. Na? Und dann ist man reingerannt richtig. Und hat nochmal richtig weggethrowt. Aber das passiert heute einfach nicht mehr. Ja. Aber die Jungs sind nicht besser geworden. Jetzt sind sie eingespielt, unsere Bräute da draußen, wollte ich schon fast sagen, ne? Unsere Spieler. Sag ruhig Bräute auch. Ja, klar. Die haben heute ihre. Was hattest du heute zu essen? Es riecht nach deinem Essen.
Aus Sucuk. Ja, so ja, ja, kann ich bestätigen. So. Das tut mir jetzt sehr leid, ne? Ja, macht doch nichts, du. So. Ach ja, hör mir doch auf, du. Ja, ich dachte auch, ich bin heute so. Wo wir gerade bei heißen Bräuten sind. Ach so. Die Spielerbilder wurden aktualisiert, ja. Verstehst du? Ja, aber was ist Panda, Jos? Vom Panda gibt es doch massig Bilder. Ich weiß, aber die werden vielleicht, also die würden den Rahmen vielleicht ein bisschen sprengen, sonst ist das hier nicht mehr Primary, sondern Pornhub. Hast du den gerade fett genannt? Ach so! Weil. War gar weil kein Fettshaming. Ich, ach so. Ich bin überhaupt nicht in der Position, jemanden zu fettshamen. Ich auch nicht. So. Und deswegen. Und deswegen sind wir alles heiße Bräute, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Um den zu schließen. So. So, ja. Jetzt ist aber trotzdem ein Erklärbildvideo noch fällig. Was für ein Ding? Ein Erklärbild. Erkläre ich so Sachen, da machen sich viele Menschen, also der Fan, der würde zum Megafon greifen, sich ein Tornado noch reinschallern. Ne? Ach so. Und, aber es gibt vereinzelt Menschen, die sagen, Mensch, das war aber interessant. Ja. Und die holen wir jetzt ganz kurz ab. Ja, los, dann. Hallo, du schöner Eintracht-Spandau-Fan. Heute möchte ich mit dir über Champ Select und Flexpicks reden. Die Champ Select sieht folgendermaßen aus. Wir haben zum Beispiel Eintracht Spandau einen relativ klaren Stil. Das heißt, wir picken viele Champs, die im Early Game schon super ready sind. Die im Early Game stark sind, Mid-Game übernehmen können, im Late Game manchmal abfallen, aber nicht bei allen, nicht auf allen Picks. Wir sind beim Gegnerteam, bei SK Prime sehen wir eine Jinx. Jinx hat ein krasses Late Game und synergiert super gut mit Supportern. Deswegen wird hier jetzt auch von SK Prime eine Lulu eingeloggt. Ein Flexpick ist es dann, wenn man einen Champion auf einer Rolle spielen kann, aber auch auf einer weiteren. In der aktuellen Meta gibt es gar nicht so viel Flexpicks, aber du könntest zum Beispiel Lulu auch oben spielen, auf Toplane, und damit in Pride's Ranking einstellen. Das will natürlich wirklich keiner und am allerwenigsten SK Prime, aber Lulu könnte als Flexpick genutzt werden, um einen zweiten Supporter zum Beispiel zu picken. Heißt, wenn jetzt die Duo-Lane von Eintracht Spandau eine Lane ist, die vielleicht mit einer Sona abgerundet wird, dann hast du eine Sona-Jin-Lane, die ist ziemlich schwach, dann könntest du auf der Botlane für SK Prime einen Nautilus picken. Dann ist die Lulu der Flex-Pick, der dir eine Win-Condition ermöglicht für eine Jinx, die vorher nicht da war. Und trotzdem hast du oben eine Lane, die noch funktionieren kann. Heißt, Flexpicks sind deswegen gut, weil du deine Taktik und deine Strategie sehr variabel hältst und dem Gegner nicht sofort zeigst, wo wer genau hingeht. Denn wenn du dein Lane-Matchup kennst, kannst du es auch besser countern. Ich hoffe, ihr könnt Wett mitnehmen und wir sind gleich beim Draft. Yes. Willkommen zurück. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Ne? Ihr braucht doch alles nicht. Gegen Maus brauchen wir den Scheiß nicht, ist klar. Ja, da können wir doch verzichten auf die Flex. Geht es heute um das Spiel? Um das Spielprinzip? Oder geht es hier darum, die scheiß Mäuse im Boden zu stampfen? Wir stampfen. Gut. Wir stampfen. Wir stampfen. Wir stampfen. Gut. Wollte ich nur mal gefragt. Ja, wir stampfen. Ja, stampfen. Draft. Was ist das hier? Wir brauchen keinen Draft. Wir können ohne Draft antreten. Gut. Wir haben hier beim Eintracht Spandau-Stream, haben wir ja. Ich bin hier ein bisschen abgeschnitten, wirklich. Ich bin halt auch ein bisschen breiter. Ne? Ja, die Szene ist vielleicht auch ein bisschen abgestimmt von mir eigentlich. Ja, macht ja nichts. Die Nase hat geregelt. Ne? Wir machen so einen Contest hier. Den besten Memes der Fans. Hm. Da bist du ja quasi auch stellvertretend heute da. Ja. Und kannst bestimmt deine Meinung dazu dalassen. Richtig. Ich raff auch den meisten Scheiß nicht. Du bist auch alt, genau wie ich. Ist ja kein Problem. So, aber jetzt können wir zusammen alt sein. Ja, richtig. Und die Dinger einfach mal bewerten. Ne? Ja. So. Ah, guck mal, wir haben viel Geld am Anfang. Ah. Deswegen, hello, I like money. Ja. Aber so Mr. Krabs-Memes, die sind ja auch schon 10 Jahre alt. Muss man ja auch mal wissen, ob man die noch heute posten will, ne? Ja. Das ist so eine Sache. Also würde ich direkt wegschmeißen, muss ich sagen. Wer hat das gepostet? Darf ich mal sehen? Das Leute, ein Spandau-Memes. Ja, ihr seid coole Jungs, ne? Aber bitte nicht Mr. Krabs. Okay. Ne? Das ist jetzt. So. Das ist aggressiv. So, ne? Da nimmt man den aktuellen Content, greift ihn auf. NS kicking a wohl split in the making. Ne? Und dann sehen wir hier Renekton, der wurde da reingeschoppt. Findest du gut oder findest du nicht gut? Naja, man nimmt die Breit und embraced sie. Das finde ich super. Ne? Ist aber auch ein bisschen flach. So, und das mit den Katzen, das kannst du gleich skippen. Die Scheiße ist ja nicht an. Hier für ein Ding. Jo, weil ja, ja. Auf welcher Seite ist das denn gepostet? Da habe ich doch gleich irgendwelche Titten im Gesicht. Ne, hier gehen wir ganz schnell weg.
Ja, nicht deine. Das will auch keiner. So, Katzen willst du nicht? Ja, Katzen finde ich kacke. Aber wir müssen eine Katze sein, wenn wir Mäuse jagen wollen. Das ist richtig. Ach so, ja richtig, ja, das ergibt ja sogar Sinn. Warum hat die einen Anzug an? Er hört Maus, ja, gut. Oh ja, ja, Tom und Jerry, da denke ich auch die ganze Zeit dran, muss ich sagen. Und der ist auf Anabolika und das sind unsere Jungs auch. Die haben sich aufgepusht, die sind heute Morgen alle noch pumpen gegangen, habe ich gesehen. Ja, das sind die auch bestimmt. So, ich war ja eben bei Freaks drüben, die sind da hochgekommen, Alter. Solche Schränke sind das. Die haben Bock, heute Leute zu zerquetschen. Die sind ordentlich bufft. Jetzt ist aber leider auch so, dass ich habe jetzt Tom und Jerry natürlich auch. Also Tom hat immer gewonnen. Oder? Ich war immer so ein heimlicher Tom-Fan auch, muss ich sagen. Ja, wobei ist ja die Katze in dem Fall, oder der Kater. Jerry ist mir ein bisschen auf den Keks gegangen, weil er immer weggekommen ist. Ne? Aber heute entwischt er nicht. Das kannst du mal wissen. Bitte nur ein wenig lauter, bitte. Ey, kein Problem. Ach so, kein Problem. Sollen wir ein bisschen lauter reden? Das können wir gerne ändern. Hallo? Hallo? Eintracht Spandau, ole! Eintracht Spandau, ole! Eintracht Spandau, ole! Ole, ole! Ole, ole, ole! Du musst uns machen. Eintracht Spandau, ole! Eintracht Spandau, ole! Eintracht Spandau, ole! So. War das jetzt laut genug, oder was? Taub. Jetzt hört ihr alles auch nichts mehr. Gut. Aber ist gut. So. Alters angepasst. So, aber da sind die Leute auch mal wach im Chat hier, wa? Siehst du mal? Ja. Das Schiff hat von Rauschen, ne? Mit Rauschen wurde ich hier noch nicht konfrontiert. Das machen wir jetzt auch nicht. Ja, der wird hier nicht sehen. Ihr Scheiß auf Rauschen. Das ist ja auch alles nicht meine Technik, ne? Wenn der Maler nicht hier ist, um zu fixen, dann ist das nicht mein Problem. So. Vielleicht habe ich hier eine Nachricht oder du, ich weiß es nicht. Weil da müssen ja die Leute hier mal koordinieren, ne? Aber ich glaube, hier ist alles. Du, solange sich der Christian nicht meldet oder der. Ich habe schon zwei Abmahnungen. Wenn ich jetzt raus. Wenn das jetzt nicht klappt, dann bin ich raus. Chat, könnt ihr bitte ruhig sein? Ja. Bitte nicht petzen, okay? So. So, hier ist Bob der Necromancer. Good. And today we're doing an Unboxing. Ja. Ach! Aber warum gräbt er die denn aus? Ich habe auch gar keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch einfach keinen Humor. Das ist, ja, so geht es mir auch immer. Ne? Also ich sehe diese Sachen. Ich mache diesen Meme-Contest und ich denke mir so, ja. Also was tatsächlich, okay. Um jetzt mal ein bisschen auch die Fans da draußen, die ihr nun mal seid, auch zu honorieren. Gerade die Seite der Spandauer Buben, falls du die kennst. Die sind meiner Meinung nach großer Vorreiter in Sachen Memes. Was natürlich jetzt nicht heißt, dass den anderen Menschen da draußen das abgesprochen wird, aber die Spandauer Buben, die haben es irgendwie raus mit den Memes, sag ich mal. Ich glaube, die haben ihr Leben lang darauf gewartet, dass Eintracht Spandauer sich meldet. So wirkt es. Da ist er schnell geladen jetzt, da freue ich mich sehr von eins. Ja, die Wortwahl finde ich aber sehr unpassend. Gefickt werden, man kann es auch nochmal sagen. Oh. Ich kann's noch mal, ja, von Eintracht gefickt werden, von Eintracht Spandau gefickt werden, das ist super. Alles. Entschuldigung. Oder FF15. FF'en darf man nicht, also werden die heute einfach wohl gefickt, ne? So. Ich weiß nicht, Kalle, ich sehe nur so aus dem Augenwinkel, ne? Ja. Aber wir haben gerade über Ficken gesprochen, hast du so mich angeguckt, dann dachte ich so für eine Sekunde, habe ich eine Hoffnung gemacht. Also, ich kann hier nicht gefeuert werden, weißt du? Ja. Ich arbeite hier nicht. So, was ist hier? Hier ist Real Spandau, wir lieben dir. Ja? Ist das hier von GTA oder was? Ist das hier so ein GTA Roleplay? Nee, ich glaube, das sieht aus wie Landwirtschaftssimulator. Nee, hier, Feuerwasser? Nee, was ist das hier? Pisswasser? Nee, ist GTA. Ja, hast recht. Pisswasser ist GTA. Egal, mit GTA kenne ich mich aus. Wenn ich GTA sehe, das ist GTA. Es ist Action GTA? Das ist GTA. Du Scheiße. Ja, ja. So. Gut. Ich habe eine Armee, wir haben einen Breit. Ja, das ist mal ein Statement, weißt du? Ein bekannter Film, habe ich schon mal irgendwie gesehen, die beiden Typen da. Kann ich auch mitarbeiten. So, und der eine, das ist ein ganz Reicher da unten, glaube ich. Der hat richtig die Moneten in der Tasche, glaube ich. Der oben ist auch ganz Reicher. Das ist doch der Eiermann da unten, oder wie heißt der? Der Eiermann. So, und da oben, wer ist das? Das ist nicht der Eiermann, das ist der Locky. Locky, ja. Ach, der mit Pfeil und Bogen, oder was? Langen Locken. Ach so. Der hat auch bei Herr der Ringe. Den, ja. Mit dem Ufer gerade, ne? Ja, auf der Mauer. Ja. Ich hab die Scheiße nicht geguckt hier, Avengers oder wie das heißt. Ich kenn auch nix. Ich bin einfach ein scheiß Nerd, der zu Hause sitzt und den ganzen Tag zockt. Ja, aber ein Nerd kennt doch Avengers. Ja, aber die sind doch scheiße.
Also Superhelden hier. Wie viele Spider-Man-Filme gibt es denn mittlerweile? Ja, Spider-Man ist fucking scheiße. So. Aber der Rest ist auch wohl cool. Das Einzige. Junge, da ist ein Hammer und Blitze und Iron Man. Ja, was für mich zählt, ist die Eintracht und sonst nichts. Das ist halt immer so ein. Das ist ein, ja, du hast dich wahrscheinlich gerettet damit. Das kann ich jetzt hier nicht kritisieren. Ja. Aber, naja, ist ja auch egal. Ja. Also Avengers ist schon, da können sich schon sehr viele Menschen drauf einigen, weißt du? Ja, ja. Das sind schon. Na klar, wir werden auch immer alle dumm verkauft. Alle raus. Ach, Blödsinn. Ihr müsst aufhören zu sabbeln da draußen, müsst ihr. Das geht hier heute um E-Sport, so, geht das. Der Draft. Wir müssen uns um den Draft kümmern jetzt, Kalle. Draft. Ja. Weißt du, kennst du noch von Henno damals? Draft. Das hat bestimmt noch keiner von mir gesagt. Das hat sich gereimt. Ist doch gar kein Draft. Ja, für uns noch nicht. Aber der Chat, der rastet jetzt schon übel aus. Ah, da ist der Draft. Ne? So. Pünktlich. So, geht wieder los. Ole, 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 Eintracht-Spandole, 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 ole, 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 Eintracht-Spandole, Eintracht-Spandole, Eintracht-Spandole. So, jetzt wird gedraftet. Das ist schön. Ja, klar. Das war die früher immer. Dieses Ding, weißt du, das ist der Film hier gerade im grünen Thron. Weißt du das? Früher durfte ich nicht, aber jetzt hier, in Standard. Jetzt geht's. Hier ist real. So, ja. Wir haben Serie gebannt, Corky bei den Gegnern gebannt, weil die Schiss haben. Wir bannen Victor vom No Bands raus. Auch ziemlich auf einen Stecker-Pick, ne? Wir müssen gerne forcen, finde ich gut. Jetzt muss ja eigentlich theoretisch noch ein Renekton dann kommen und Venma. Weil sonst sind wir schon verloren. Sonst kann man sich auch. Wir können auch schnell umgehen oder wir machen jetzt einfach noch eine Pulle Bier auf und. Schön Tornado zischen, ne? Schön Tornado. Ja, ja, ja. ACP bitte, ich tilte aus dem Leben, aber wie immer, Freunde. Lass dich doch nicht da triggern. ACP. Ich dachte, überhaupt. Ja. Lass dich doch nicht triggern. Machen wir gleich Emote Only. Da halten die mal den Sattel. Auf eurer Seite auf. Ich bin nicht in dem Präsidium. Ach so. Ich muss hier Böden wischen und ein bisschen casten. Ja, dann müsst ihr auch mal zum Brüchchen mischen netter sein. Der setzt sich hier jedes Mal hin. Musik zu laut. Ja, aber wir müssen das die ist zu laut, das ist hier zu leise. Ne? Mama, ist schon laut. Hol mich ab, ich bin beim Spandau gucken. Komm. Wenn das zu laut ist, ist das zu laut. Ist das jetzt zu laut oder was? Ich bin zu leise. Ich hab mir extra Megafon mitgebracht, damit du mich hörst. Dann mach mal deine Stöpsel aus den Ohren auf deinem Sofa. Was soll denn das jetzt? So, wo ist denn Renekton? Da ist Renekton. So, First Pick Renekton. Oh, wir haben das Game schon gewonnen. Ja, richtig. Ja, wir haben fast die Bierflasche umgekippt, wa? Ja, so. Ja. So. Gut, das hier, ne? Schnappi secured. Gegner kriegen jetzt Jinx, aber ganz ehrlich, okay, hast du. Toplane ist zerstört. Toplane ist schon zerstört. Garen? Ja, die trollen nur. Da trollen die, ne? Die haben schon die trollen, aber die. Ja, das machen die schon seit Jahrzehnten, dass die da immer was zeigen, was sie gar nicht nehmen. Ja. Weil alles ja lustige Spieler sind. Ja. Ja, die Gwen wurde gebannt, hast ja gesagt, Corki auch. Ja. Da haben sie auch die ein paar Tage Bans rausgehauen, muss ich sagen, ne? So. Schon wieder Nasenbrücken unterwegs, ja. Bitte, wieso, was hast die du denn? Die Leiste verschwunden. Ach so. Zack. Ach, ich muss sagen, ich habe mich da auch immer ein bisschen, das hat mich auch getriggert immer, als ich es gesehen habe. Ja. Aber wenn man hier sitzt, man merkt das nicht so, ne? Nee. Man ist da fokussiert. Man ist fokussiert. Oh, hier, der Frosch, das ist gut. Ich weiß nicht, ob es gut ist, ne? Also, der Frosch wurde gebufft, ist auch playable jetzt. Ja. Ich weiß, ich bin nicht 100% sicher, ob diese Lane klassisch gut ist into Jinx Lulu. Aber es ist mir eigentlich auch scheißegal. Wir haben Pride of Renekton, also ist es mir wirklich bienenmäßig egal, was der Rest pickt. So, wir sind schon am Nexus. Ja, das ist. Also Jinx ist ja absolut im Meta, ne? Habe ich jetzt so auch über die letzten Wochen so ein bisschen mitbekommen. Ich bin ja ein bisschen raus, ne? Ich habe ja die letzten Monate nur durch die Eintracht mich wieder mit Leuten befestigt. Befestigt habe ich mich. Ich habe hier meine Placements gespielt, 04, dann bin ich rausgegangen. Scheiße, kein Bock mehr gehabt. Siehst du? Anderes Thema. Eintracht Spandau ist 04 und macht weiter. So, und kein Aufgeben. Eigentlich müsste ich auch weitermachen. Muss auch richtig. So. Die ist auf jeden Fall sehr strong gerade. Und bevor ihr gleich anfangt mit. Nee, machen wir gleich in-game. Reden wir gleich in-game drüber.
Was ist weil ich wollte gerade über Fasting-Sender reden. Also Fasting-Sender bedeutet, Sender farmt nicht, sondern kennt ja, 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 ja. Und bevor irgendwelche Leute im Chat dann einen Anfall kriegen und Hass kriegen auf Kinetic und sagen, das kann ich besser mit farmen. Ja, dann sollen dann die sich bewerben als Spieler. Dann sollen die sich bewerben, wird alle abgelehnt werden, weil Kinetic nämlich eine geile Sau ist. So. Finde ich gut, dass du für die Jungs auch mal einstehst. Hier auch mal hier Zuckerbrot und Peitsche. Flagge, ne? Zeigen. Sag ich ja immer. So. Was so, haben wir jetzt? Darf noch raus, wir waren Arschkan. Und was ist der letzte Band? Weiger. Da weigere ich mich. Das war cringe, ne? Schreibt das mal cringe in den Chat hier. Pogas! Ja, ja, richtig. Ja. So. Was ist jetzt noch dein Pick Mitte? Die Gegner suchen jetzt noch Midlaner und Toplaner. Danke. Danke, Chat. Auf dem Chat ist Verlatz. Verlatz. Cringe habe ich noch nie gelesen. Ne? Über mich habe ich noch nie cringe gelesen. Ich bin immer nur. Ich mache das gerne. Ich nehme das. Ich nehme mir den Cringe und sauge ihn auf. Na gut. Wie mit so einem Stopp sogar, wa? Das ist ein Rennington. Nee, warte, was? Die Troll. Das ist ein Troll, ja, das ist der Trandel. Die Troll. Aha, hier, ein die Löwe. Einfach, was machen die denn da? Die picken einfach Trundle Top, oder was? Und das ist jetzt gut, das ist jetzt sehr löse. Du hast gar nicht gehört, was ich gesagt habe, oder? Nee, gar nicht. Gut. Was? Was hast du gesagt? Da wird Volibear gepickt und ich sage, ah, ein Löwe. Ja, muss auch Spaß machen. So. aber nur weil der Obsess ein Löwe ist. Im Herzen. So, ne? Der hat nämlich Biss. Ist ja auch so ein bisschen. Ist der Team-Captain? Wer ist denn unser Team-Captain? Der ist Obsess, eigentlich? Ist locker Team-Captain. Ja, oder? Obsess ist jemand, der vorangeht so. Und dann Leute auch mal flammt. Ja, zu Recht vielleicht zu Recht. Auch. Ja. Ich habe bei dem Obsess jetzt aber in den Stream geguckt. Ist ein sympathischer Kerl, man kann sich unterhalten. Ja. Ja. So. Ja, jetzt haben wir hier zwei Teams. Akali macht mir ein bisschen Sorge, muss ich sagen. Ja, mir auch. Also, bin ich early. Enemy Team, muss ich sagen, passt sehr gut in das, was wir so, sonst so machen. Also wir haben quasi auf deren Seite haben die Jinx Lulu. Ziemlich starke Botlane. Dann haben die Xin'Zhao Trundle, bei dem Early Game super strong. Ja. Können auf jeden Fall matchen, was wir auf Topside machen mit Renekton und Volibear. Ne? Richtig. So, ist krass. Also sie haben quasi der Top-Lane schon mal gecountert. Heißt, das Early Game gehört jetzt nicht mehr bedingungslos uns. Dann doch, haben wir, dann haben doch. Wir, du, so ein Spiel hat 90 Minuten und der Ball ist rund, ist doch klar. Und am Ende gewinnt die Eintracht. Hm. So. So. Die fünf, wie sagt man, der Last Hit muss aufs Hexagon, was ist der Nexus für ein geometrischer Dings? Ja, ein Achteck. Achteck, ne? Achteck. Octagon, sagt man auch. So, bist du jetzt bereit für die Hymne oder nicht? Oder ist ja zu viel? Ja, komm, nee, können wir ja machen. Können wir auch machen. Können wir ja machen. Gut. So, stimmst du an? Natürlich stimme ich an. Chat! Wo die Haare kreuzt die Spree? Von Berlin aus JBD! Wo die Zitadelle rockt und die Altstadt anlockt! Da ist Spandau, da sind wir! Spandau, Spandau, wir lieben dir! Spandau, 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 Spandau! Schön. Super, man hört auch. Du kannst, nee, du kannst auch immer, wie du dich nein, fühlst. Ist, ich fühle mich da auch. Fühlst, das ist ne? Das schlimm. Ist das so, jetzt wird hier mal. Auf geht's, so. Jungs! Unsere Spieler nochmal gezeigt. Zack. Ja. So, wir müssen ein bisschen. Kannst du nochmal ein bisschen hier rüber. So. Ich bin jemand, der gerne. Ich war ja schon oft im Stadion zum Beispiel. Ne? Ich war auch oft im Stadion. Da wird viel gesungen zum Beispiel. Ja? Und da muss man die Jungs auch, wenn die gerade aufs Feld kommen, muss man die auch mit anfeuern. Verstehst du das? Ja, sicher. Ne? So. Und da hast du natürlich, ne? Da muss man die auch einfach. Jetzt mal alle die Hände nach oben! Alle die Hände nach oben! Alle Hände nach oben! Auf geht's! Spandau kämpfen und siegen! So, und jetzt nochmal, ne? Auf geht's! Spandau kämpfen und siegen! Auf geht's! Spandau kämpfen und siegen! Wobei, wir müssten eigentlich Eintracht sagen, aber Spandau geht besser von der Lippe. Ja. Verstehst du das? So, jetzt hier. Du bist der. Aber der hat nicht mal ein Bild! Ist das peinlich? Die Maus da unten! Ist wirklich so. Ja. Ist schrecklich. Mann, du. Ist ja gar nicht so. Seit 8 Wochen läuft die Scheiße und die können nicht mal ein scheiß Selfie machen oder was?
Ich krieg schon jetzt so viel, wenn ich die Mäuse sehe. Aber willst du das erste Matchup bei den Fokus schon verlieren? Guck mal, ja. Prime jetzt ist haben sie, dem, jetzt haben sie reingeladen. Prime ist auf dem Mausbüschen himmelweit überlegen. Ja, 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 schon ja, beim Foto. Ja, ja. Du, ich sehe ja, wenn wir da irgendwann mal zur wie heißt das da in Polen? Na, die EU Masters. Das ist doch oft in Polen, oder nicht? Es war auch schon mal in Polen. Ich glaube, in letzter Zeit war es in London. Ja, siehste. Na, wenn wir da sind, Jungs und Mädels da draußen, ich bringe den Termin ja schon mal googeln, wenn ihr wollt. Ja, ist auf den Katowice, siehste? So, ich bringe dir den Jürgen mit und dann machen wir, ich will ja, das ist ja mein Ziel, mit euch da draußen schön Stimmung machen, ne? Schön rumsingen, Junge, da sehe ich uns. Ne? Ne? Ja. Hast du noch von vorn drauf, den ich von vorn gemacht habe? Ole, 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 ole. Alter Schwadole! Alter Schwadole! Alter Schwadole! So, weißt du? So. Du bist überfordert mit mir, ist mir scheißegal. Ist mir auch scheißegal. So. Mir auf. Zack, 1080p. Ja, lass dich da nicht immer baiten. Nee, das ist aber scheiß Quali. Wir können ja nicht von Scheiße auf Scheiße ablenken. Ich möchte für jeden hier diesen Stream schön machen, wieder träglich machen. Aber dafür bist du und noch da. Und wenn da draußen 12-jährige Kinder sitzen, die kurz Aufmerksamkeit wollen, dann gebe ich sie ihnen einfach. Richtig. Das ist Fanservice hier. Ja. Das ist einfach Fanservice. NASA Brücki hat euch. Don't you worry. So. Ich war nochmal ein. Du hast ja nichts zu sagen zum Spiel gerade, ne? Passiert ja nichts. Es ist schon sehr spannend. Wie der Johnny die Wave da slow pusht. Ja, aber mega. Wir müssen die Spieler da nach vorne bringen. Wir müssen doch mal ein bisschen eine Ansage machen, ne? Wir wollen die Eintracht. Wir wollen die Eintracht. Wir wollen die Eintracht. Siege sehen. Oh, wie wäre das? Oh, wie wäre das? Oh, wie wäre das? Wunderschön. Nochmal. Wir wollen die Eintracht. Wir wollen die Eintracht! Wir wollen die Eintracht! Siege sehen! Oh, wie wäre das? Oh, wie wäre das? Oh, wie wäre das? Wunderschön! So, ja. Gut, sit. So. Ach, schön. Ja, ich fühle mich wohl. Ja, ich habe Lust. Mit ein paar Leuten geht's schon auf den Sticker. Du hast den Typen auf dem Zaun stand, oder? Und da runter. Ja, natürlich, da wird da gepöbelt und alles. Ja, geil. Ja. Ich kann mich auch mit einer Pulle Apfelschorle zu Hause von Fliesentisch setzen und pöbeln. Aber auf dem Zaun ist nochmal geiler. Und da muss ich ganz kurz sagen, wir haben nichts gegen Fliesentischbesitzer. Ganz wichtig, ne? Also Kalle hat sich jetzt nicht auf jeden Fall abfällig euch gegenüber geäußert. Ich habe auch viele Zuschriften bekommen, nachdem ich im letzten Spieltag gesagt habe, Marcel ist ein komischer Name. Da haben mir viele Marcells geschrieben, die damit gar nicht konform gingen. Hey, was ist denn jetzt hier mit Kalle raus? Und da muss ich ganz kurz wieder Kalle zurücknehmen. Ne? Er hat das so nicht gemeint. Marcel ist auch ein voller Name. Ich habe doch gesagt, ich würde mich sogar vor meinen Fliesentisch setzen. Was habt ihr denn jetzt? Kalle rein. So. Kalle wieder zurück rein in die Kurve. Ja, ich bin doch einer von euch da draußen. Hör mal. Ach, da hat doch bestimmt der Knabe wieder seine Finger im Spiel. Manipulation. Von ganz oben kommt das. Ja. Wie schießt denn du eigentlich zum Knabe? Was steht denn im Skript? Ich möchte es nicht. Äußern, ach, du hast Angst um deinen Arbeitsplatz, das verstehe ich. Das so, was ist hier? Oh, jetzt. Oh, ja, Vorsicht! Junge, hol ihn dir! Hol ihn dir! Was? Oh, jawohl! Im zweiten oder auch nicht? Ja, mehr. Der war jetzt der First Mal für die Gegner, muss aufpassen, aber da haben wir wenigstens getradet. Da haben wir getradet. Na? Und da müssen wir anfeuern. Spandau! 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 Du Löwe! Du Löwe! Weggenascht, der Arsch! Klasse! Okay. Ja, mal auf. Das ist ein bisschen ruhig. Ja, die Emotionen kochen über. Da hätte ich jetzt gerade fast übertrieben, ne? Ja, klar. Ja. Ja, guck mal hier, da geht er rein. Da musst du irgendwas zu sagen, was schlau ist. Ich kenne mich nicht aus. Ja, da geht Obsess rein wie Löwe. Ja. Da war ein bisschen. Und jetzt doch First Blood für uns sogar. Sag mal. First Blood für uns. Obsess macht First Blood. Beißt den ersten Löwen den Kopf ab, dann geht der zweite Löwe und beißt da auch nochmal rein in die Gazelle. Ja, und jetzt liegt die Sau nämlich da vom Tau und weiß nicht, wo sie hin muss. So, im Boden liegt sie. Auf dem Boden, ne? Ja, das ist schon mal der erste Angriff. Da beißt die Maus keinen Faden ab, quasi. Ne? Da schnappt die Mausefalle zu. Ne? So.
Der Löwe hat da gerade volle Leistung gemacht. Oh, hier unten rein, kein Flash mehr auf. Jawohl. Auf, Junge, die Mäuse, die werden hier und in den Boden. Und der Kill ist da! Schön eingeflecht von Prime. Hol ihn dir, Tiger! Sonnenmeister! Zack ich da! Die werden gestompt, diese scheiß Mäuse. Weißt du, ich mein? Ja, schön. So, Minute 5, wieder ein Drake. Obsessed nimmt den so hops. So ja, hops. Ja. Junge, die haben auch Rache gelüstet. Die wollen hier heute punkten, ist doch klar. So. Und wir werden diesmal nicht wieder runterrennen. Wir werden nicht wieder rein. Nee, wir rennen hoch. Wir bitte rennen hoch. Ganz genau. So, Sport. Hey. So, ja, Drache haben wir auch noch. Besser kannst du ja gar nicht laufen jetzt. Ach, klassisches. Guck mal. Klassisches hier. Eintracht-Game. Schon, 1000 Gold vorne. Minute 6 vorbei, wir haben schon den ersten Drake. Ist immer so. 1000 Gold vorne, weißt du, wie viele Döner das sind? Ja, einige. Jetzt rechne nicht weiter. Nee, also ich darf Riot Games nicht flamen, aber ich bin mir sicher, dass der Shopkeeper keinen Döner anbietet. Ja, das stimmt. Aber ich möchte Riot jetzt nicht flamen. Deswegen naja, ich hab gedacht, vielleicht so ein bisschen umrechnen. Mal. Nee, kann ich nicht. Nö, dann nicht. So. Also ich kann nicht rechnen. Gut. Ja. Mir fällt gerade auf, wir haben die Tür vom Studio aufgelassen, ne? Ja, und? Ist doch keiner draus? Ja. Wenn das jemanden stört. So, und an die Leute, die sagen hier, ach, da kommt... Ihr sollt mal weiterarbeiten. Ach, hier. Kümmert euch um euren Kram. Ach, Knabe, zieh zu! Knabe, raus! Hat der hier, holt der hier einfach rein. Weiß ich nicht, muss nicht sein, ey. Kam der eigene, einmal, vom ja. eigenen Präsidenten so mein Gott. Gestört zu werden. In einem richtig so. Geilen Broadcast bis hierhin. So, und außerdem, hier, die Person, die eben geschrieben hat, Kalle, mach mal Pause, dann geh auf den Prime League Channel gucken, wenn du Knowledge haben willst. Hier ist Emotion. So. Da gibt's keine Pause. Hier wird supported. Knabe raus im Chat. Knabe raus. So. Mein Gott, noch eins. So. Mann, du. Ja, aber hier, unser Krokodil, ne? Ja, er kann nicht so killen. Der Channel auch super, super gut im Laning. Ja, aber das wird noch. Klar. Ne? So. Immer auch keine Lange. Jetzt ein Duplo, wa? Nee. Oder eine Pringles-Dose. Pringles lieber. Nee, weil's da oder steht. Vielleicht so ein Meal von Buddy Kitchen. Ja, oh, jetzt müsstest du aufpassen hier, ne? Junge. Ja, bisher muss ich da aber trotzdem sagen, eine solide Leistung, wa? Also da. Es ist wie immer. Also es ist halt. Guck mal, wir sehen jetzt auf dem Objective oben hier. Der Löwe. Der Löwe. Na, der Löwe, der. Da ist nicht der nächste genug. Der macht den Käfer. Ne, der Löwe macht den Käfer. Wusstest du, dass der Harold eigentlich eine Heraldine ist? Das wusste ich nicht. Der ist nämlich eine Frau. And I assume the gender, because it states in the lore. Ja, könnt ihr mal googeln. So. Ist mal jetzt so ein kleiner. Aber kleiner Insight from the side of life. Ja, genau, Side Fact. So. Gut. Aber die Frau hat einen langen Schwanz, ne? Muss man auch sagen. Gut. Ist ja jetzt erstmal nichts Verwerfliches, ne? Na. Gut. So, Mute Bot denn hoch hier, wie immer. Makro, geil. Super, ja, da guckst du da blöd da in deinem Jungle. Geh mal lieber da zu deiner roten Pumpe da oben. Da guckt der blöd aus der Wäsche. Der, Lynkas oder wie der sich schimpft. Die fallen die Objectives um die Ohren so. Kriegen Drake, kriegen Harold. Ja, ja. Die 2 Minuten noch, dann ist die direkte Action am Drake. Ja. Voll ja, richtig und wichtig. Ja. Das gehört so. Ich bin zufrieden, also was die Eintracht, ich kann nicht meckern, bin ich ehrlich. Was ich jetzt hier so sehen tue, das ist. Was ich hier so sehen tue, ist schon, ja, ist schon geil, ne? Ja. So. Okay, Pride, was noch Flash und Ult. Oh, mach jetzt keine Scheiße. Ja, jetzt muss er vielleicht. Oh, der bleibt drin! Der bleibt drin, der kommt raus! Ja! Jawohl! Sieh dir den an! Ach, schade! Kein Problem, der Löwe ist da! Ah, der Löwe muss raus! Der Löwe muss raus! Oh. Dem wurde die Mähne abgeschnitten. Ah. So eine Schande! Bisschen übertrieben. Ah. Pride wollte baiten, er hätte einfach mit dem Flash disengagen können. Aber wollte baiten, bisschen zu lange baiten, steht am Ende. Aber. Den muss er machen. War abseits auch. Den muss er machen, ne? Der steht allein da vor dem Kasten. Der Zimmer da Ding nicht rein, das geht nicht. Ach, Mann, der Schirle, du. Naja, egal. Das wird schon. Ich seh da. Ist auch jetzt erstmal, ne? Eigentlich nur erstmal ein Kill. Da ist überhaupt nichts passiert. So. Ich hab Puls ein bisschen, muss ich sagen. Das Trade hab ich auch immer. Was hast du? Puls hab ich. Ach so, sag das doch. Darauf erstmal hier, ne? Ah. Ja, da ist eine Krabbe. Ja, du bist hier der Caster. Nee, ich bin kein Caster. Ich schaue auf meiner Couch gerade. Ich schaue das Game und hab hier Gas ab und zu. Ja, ja, und dann wird ein bisschen rumgeschrien, dann wird erklärt und gut ist.
Ja, gerade ist halt so eine Ruhephase, ne? Ja, ist doch nicht schlecht. Ist doch nicht schlecht. Da muss man aufpassen. Das ist was Gutes, wenn du. Wenn wir gegen die Mäuse heute gewinnen, da haben wir einen Punkt mehr. Ne? Und das ist so wichtig gegen den zweiten Platz. Da oben, da mal die Leute ärgern mit den dicken Punkten. Das wäre doch mal was. Man muss dazu sagen, Leute, wenn wir gewinnen, dann sind Playoff-Plätze schon sehr, sehr realistisch. Ne? Ja, ja. Weil diese Bottom-4-Teams, die kommen dann eventuell schon nicht mehr ran. Wenn wir jetzt, vor allem die anderen eben haben auch gewonnen, ne? Die anderen aus Berlin da. So, das hier, schön Herald gesetzt in der Mitte. Das gibt jetzt erstmal Punkte, guck dir das an. So, der Löwe ist auch da, super. So, Drake ist da. Ja, ja, aber der fährt da erstmal durch. Schön. Gefällt mir gut. Jetzt müssen wir aufpassen, ne? Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Das ist 4 gegen 4, aber unsere Jungs sind gesplittet. Ach ja. Ja, können wir als Spiel jetzt die Frage, ne? Sind wir jetzt schon stark genug? Da muss man sich jetzt fragen, ach, ob ja. Das denn so ist. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so ist. Trade sieht okay aus. Sieht okay aus. So ist das. Ja, jetzt wird hier ein bisschen getanzt, ne? Jetzt wird hier ein bisschen rumgetanzt. Aber ich meine, bisher in den letzten Spielen, die Drachen, die waren dann immer da. Die waren crispy clean, jeder Drake war einfach so sofort aufgenommen. So, aber den gibt man jetzt ab, wa? Ja, die Problematik ist die Chance von Maus schon. Oh, jetzt kommt er nochmal. Pass auf, mein Schuss. Oh, der kickt den! Jawohl! Der Löwe! Der Löwe! Klasse! Genau so will ich da 10, mein Junge! Da holt er sich das Teil! Ja, da guckt ihn wieder blöd aus der Wäsche da! Ne? Klasse! Der Löwe! Der hat einfach weggebissen schon wieder. Mann. Ist geil! So. Also zum. Weil die haben ja auch noch TP-Vorteil gehabt. Weißt du, die überlegen da. Ja, guck's dir nochmal an. Ne, die überlegen da die ganze Zeit, wie kriegen wir jetzt diesen Drachen? Und ob es ist, der kommt da einfach ran! Der kommt und holt, der beißt zu! Hier, Platz 2 Team, ne? Verliert so. Erstmal ein Smite-Duell. Und dann frisst Prime einfach und sagt, ja, ihr habt genug gesehen. Ja. So, nächstes Plating. Guck dir mal die Tabelle oben an, das Gold. Schön. Das sind gute Hits. So. Das Einzige, was man natürlich stört, ne, ist jetzt, dass Pride tot ist. Weil Pride war immer eine Bank und Pride hat immer einen Solo-Kill gemacht. Und wenn er jetzt ausgerechnet jetzt natürlich mit dem Counter-Matchup hier konfrontiert wird, ist schon sehr schade. Ach, ja, aber später in den Fights. Da holt er sich da hier Practice ab. Dann passt auf, dass die Akali nichts mehr macht und dann. Ich sehe da gute Chancen da für unsere Jungs. Ja. Aber ob es den Volibär auch drauf, ne? Also den Volilöwen. Er ist ja richtig gute Performance bisher. So. Auch am Out-CS so. CS sieht auch da richtig gut aus. Wann können wir mal wechseln? Kann man wechseln? Was wechseln? Ist egal. Voll wieder ein Fußballsprachring, weißt du? Jetzt triggern hier wieder die kleinen LOL-Pros im Chat weg. Oh, kann der Kalle mal bitte aufhören? Gönn dir mal eine Pause, Digga. Hier ist Eintracht! Wir können eigentlich mal Etikett wechseln, finde ich. Findest du? Ah, ja. Du willst spielen, oder was? Ja, aber wir wollen ja in die Playoffs. Hä? Ja. Mit wir wären wir Rang 1. Wenn ich sag so, Eintracht Spandau. Lass mal jetzt hier unseren Kinetic im Hof. Nein. Eintracht Spandau wäre besser dran, wenn ich spielen würde und Kinetic hier nicht. Mit dir sitzt. Sehe ich nicht. Aber safe. Da kann ich mich lieber auf die Position Kinetic setzen. Kinetic ist auch ein super ordentlicher Mensch und der kann auch locker den Flur Ja, aber putzen. Brücke, hast du dich schon mal gefragt, warum du da nicht spielst? Nee, weil der Präsident eine linke Nummer abgezogen hat mit dem Kevin zusammen. Du hast vor 2 Wochen, hast du noch den Boden gewischt? Sei doch mal froh, was du hast. Jetzt beruhig dich doch mal. Ich kann mich nicht beruhigen, weil ich einfach so verarscht wurde von dem ganzen Bums. Ach komm. Komm, ey. Jetzt seh zu, dass du das Spiel guckst. Das ist Eintracht. So, guck mal hier. Nur wenn's, der kann da erstmal nach Hause fahren, sich ein Pflaster draufkleben. So, jetzt kommt der Löwe. Da ist der Löwe! Komm, mach ihn weg! Ah, die Sender Ulti war nicht schlecht gedacht, muss ich sagen. Aber jetzt haben wir da. Oh, da hat eine Rakete, aber macht ja nix. Ja, tut ja nicht mal weh, ne? Gar nichts. So, und er klebt jetzt wirklich ein Pflaster drauf. Ich bin aufgeregt. Das heißt aber auch, das Special ist für Tower gegen. Ja, dann geh doch mal hin, da Junge. Ah, okay. Ach, okay. Mann. Ah, gut, der hat los. War gut. War gut, ist auch super. Ja, das hab ich jetzt nicht gesehen, ne? Aber das wäre ein Special in der Mitte und nicht Kalle. Ja. Ja, und Kinetic spielt auch mit, weil du nicht gut genug bist, Brücke.
Hierfür. Was wird das jetzt für eine Story? Naja, du heulst hier rum, dass du da nicht Profi Bullshit. Bist. Weißt du, wie viele Opas zu Hause auf dem Sofa sitzen? Ich könnte das Thema besser. So bist du. Ich kann es besser. Ja, nee, kannst du nicht. Wir sind hier nicht mehr 2018 ESG, wo ihr da gegen irgendwelche... Genetik tritt ihr noch Windel. Was ich da gewonnen habt in der Summoners Indie oder wer der Mutter hieß. Ich hab immer gewonnen. Immer ich gespielt habe, war ich weit oben dabei. Weil du ein gutes Jahr hattest. Ich habe schon Titel gewonnen, da war Kinect nicht mehr geboren. Da war der noch ein Wunschtraum im Sack seines Vaters. Ach, hör mir auf, du. So ernsthaft jetzt. Du hast deinen Platz und den sollst du auch akzeptieren, finde ich. Kannst du froh sein, dass du Teil des Ganzen bist hier. Eintracht. Heul ich rum? Komm, Kalle, cast das Game weiter. Ach, hör mir auf, du. Ich dachte, wir machen das hier zusammen jetzt. Nee, wir überhaupt nicht mehr zusammen. Ich trinke jetzt erstmal einen Schluck hier von meinem Kaba. Scheiße. Jetzt wirst du es wieder angehen, ne? So. Du Arschloch! Ja, darf ich mal? Hallo? Geh mal her. Das ist doch dumm. Das geht so, mein Freund! Hast du das verstanden? Und jetzt sieht so, dass du das Spiel guckst, mein Freund! Du bist nicht der Eddie Gary vom Team, du bist die Supporter! So. Da war eine Nasenbrücke. Ja, klar. Sehr schön. Gut. So, was haben wir hier? Viertelstunde auf der Uhr. Gelbe Karte gab's ja schon, ne? Gelbe Karte gab's schon. Da ist der Tom auch raus. Lane, ja. Aber naja. Oh, Passer. Oh, ja. Ach, nee. Ja, das ist leider... Gefällt mir heute nicht da, was da passiert. Assassin gepickt, ne? Ist ja auch schon ziemlich scheiße von denen. Ja, aber den muss man noch zustellen. Den darf man doch nicht so allein vom Kasten stehen lassen, ey. Dass der da so frei... Ach, nee, jetzt haben sie den Dreck, ne? Den Dreck auch noch. Ist nicht schlimm. Naja. Ist einfach nur erstmal nur Drake. Komm. Das ist keine Komm, jetzt Nummer. Hier wieder Motivation. Auf geht's, Spandau kämpfen und siegen! Du musst schon mitmachen. Auf geht's, Spandau kämpfen und. Ihr wisst mir zu leise. Ich muss gucken, was da oben passiert. Komm, Brücke! Ach, das geht mir auf den Sticker, gib mir das! Na gut. Ja, guck dir das an, die Scheiße. Ja. Ist aber auch Replay, also Abseits. Ja. Das ist, glaube ich, im Spiel wiederholt werden. Ganz allein steht der da, macht den weg. Ach, Mann. Ist doch so eine Chrono Break hier, oder? Kann jetzt der Schiri, der achte. Chrono Break hier, Videobeweis gibt's hier nicht gerade. Warum nicht? Das war ein klares Ding, das ist doch klar. Da müssen die Jungs sich mal zusammenreißen hier. Ich kann ja nicht alles verschenken. Mann, doch, ey. Ja, aber das ist genau das, was ich gemeint habe. Aber jetzt gehen aber wir hier. Ja. Mitte Tower. So. Und damit auch tatsächlich First Blood Turret, ne? Mega gut. Also ein bisschen spät vielleicht. Aber wir haben fast beschützt. Ja, und sind hier gute Held in Gold. 90. da den machst, ist doch okay. Ne? Ja, und wir machen sie da 18. Also, wir sind noch früher dran. Wir müssen über 90 Minuten warten. Wir müssen uns ja eigentlich noch eine Knackung gönnen nachher. Aber nach dem Sieg. Achso, die Knackung wurde mir erklärt. Und ich lehne dankend ab. Mann, 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 Mann. Ich lehne dankend die Knackung ab. Du musst dir doch mal was in die Rüstung kippen, Mensch. Ja? Das geht so nicht. Aber nicht das Zeug. Mann. Naja, gut. Was haben wir hier jetzt? So, unten ist gegangen. Der Löwe. Ja, Der Löwe kommt aus einer Höhle. Komm, Junge. Und da ist jetzt Manndeckung mit dabei. Da ist jetzt eine doppelte Manndeckung. Oh, wir sind gebrochen. Oh weia, jetzt kommen die Mäuse über die Mauer. Ach du Schande. Das gibt Mäusespeck. Ja, Teleport! Oh mein Gott, hast du das gesehen? Was das ist da passiert? Okay, Killfeld, wie geht das? Gut, so, jetzt da ist er. Jetzt unser Krokodil. So, da kommt der Krokodil. Zack. Die kommen nochmal. Zack! Obsess, göttlich, schön, der Löwe, der weißt du! Junge, und jetzt, Kinetic, mach was! Schnapp! So! Super! Klasse, Jungs! Haben sie sich gerettet? Da haben sie sich gerettet! Klasse! Geiler Fight! Sah am Anfang nicht so aus, aber Löwe und Krokodil. Ja, Umschaltspiel! Na klar! Ne? Hinten auch mal dicht machen! Super! Das hat mir sehr gefallen! Alle Mäuse! Das ist alles! Ja. Und da ist hier wieder. Na, jemand auf dem Vormarsch. Über den Flügel. Chart kriegen wir noch. Sehr gut. Flanke kommt rein und. Ha, Lattentreffer. Gefällt dir jetzt nicht mehr, oder? Ja. Gefällt dir jetzt nicht mehr? Ja, doch, es war super. Du bringst dich mit ein, ich finde das super. So.
So. Ja, ich freue mich schon auf den Bären-Acker-Match. Da freue ich mich schon drauf. Ne? Das wird schön. Oh, oh. Ah, special. Das ist aber doch schöner Flash. Und dann sind die Freunde. Schöner Flash. Ah, aber haben wir noch. Haben wir noch. Zack, und da, den nehmen wir auch noch mit. Den nehmen wir auch noch mit. Zieh durch, Junge, zieh durch. Geh raus. Dann musst du raus erstmal. Sehr schön. Sehr schön. Oh, da kommen noch die Freunde. Wir können da noch klären. In der Zange, in der Zange. Oh, Lulu muss sterben, Lulu muss sterben. Ja, 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 ja. Und Damage, Damage. Mach doch. Jawohl, Kinetic. Da hat er sich den geholt, Junge. Wir gehen immer mit einem mehr raus. Turn. Ihr müsst turn. Ah, mach den noch. Hol ihn dir, Tiger. Wo ist der Löwe? Ach, Schande. Der Löwe, der ist schon lange weg. So, da kommt unser Krokodil. Mach es, Junge. Jawohl. Der Bären. Jawohl. Du geiles Eintracht-Spandau, ole, 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 Eintracht-Spandau, ole. Klasse. So macht man's. Ja. Ach, mein Gott. Schön. Schöner Fall. Ich bin morgen heißer. Ist mir scheißegal. Ah, klasse. Hier, Special. Ah, ja, ne? Das war unlucky, ne? Ja, das einmal noch mit dem Q-Umsetzer nicht machen müssen. Aber auch ne? Da wieder Umschaltspiel hat getriggert, ne? Aber Mann, der kommt am Start. Sagt, jetzt sagen wir eine Stürmer. Ja. So. Ja, und da wird zurück angegriffen. Und hier auch geil gemacht, dass wir die schön wegflanken da. Und dann spawnt da leider eine Schnellpflanze. Und Pfeil denkt sich, boah, Pflanzen hasse ich. Ne? Ja, ja. Meinst du, hätte er noch mal ein bisschen eher wieder reinkommen können? Ja, hier kann man auch turnen. Hier muss man, glaube ich, turnen. Ja. Ja, weil, ja, wobei, ich meine, man bekommt ja alle. Ne? Man verliert jetzt hier zwei Leute noch mal, aber. Insgesamt trade man super. Wir haben 700 Gold. Ja, wobei Trundle auf der Bot, ne? Aber was Pride hier wieder zaubert, ne? Kennt genau seine Kombination. Hat der ein Level up beim Dashen bekommen? Hast du das gesehen? Mega. Wahnsinn. So, er geht schon wieder los. Zack, da ist er drin. Oh. Der Löwe. Ach, du Schande. Ein Root. Hey, der Witzka, du hör mir auf. Orianna Ult. Und hier sind schon ziemlich gepokt. So. Und der Löwe, der hielt sich einfach hoch. Der kann einfach von Genetik hochgehielt werden, ja, kein Problem. So, zack. Hielt drin. Oh, die Ult sitzt. Und dann ist die Lulu auch raus. Ja, und Practice. So, und das ist ein Drache, ne? So, Vorsicht. Ja, die kommen jetzt nochmal, ne? Xinchao, aber da oben bei den Wölfen, ne? Weißt du, was der da vor. Ja, geben sie ab. Ja, er hat einfach Rettschichte auf. Da kann Drachen von Wölfen unterscheiden. Und jetzt haben wir wieder den Match-Dragon, ne? Oder wie nennt man das? Weißt du, was wir nennen für diesen Cast? Nennen wir den Match-Dragon. Ja. Ist der Match-Dragon. Ja. Wenn du drei Drachen hast, bist du auf dem Match-Dragon, ja. Freunde. Der Match-Dragon spawnt in 4,5 Minuten. Ja, ist halt so. Brauchst du ja nicht so gucken. Ja gut, dann haben wir schon wieder einen Tower bekommen. Wo war das denn jetzt? Oben. Ja gut. Top, sagt man ja auch, ne? Das ist die obere Linie. Ja. Hör mir auf. So. So, aber wir sind schon wieder, muss ich vorstellen, Leute, 9-3 ist der zweitplatzierte Team, ne? Und wir sind hier gut ahead. Ja. Und ja. Die haben schon, also Maus, würde ich jetzt sagen, hat schon im Draft eine gute Antwort gefunden, auf das, was wir so vorhaben. Ne? Ist schon ziemlich nice. Ja, also müssen ein bisschen natürlich jetzt hier auf No-Mans müssen wir aufpassen. Ne? Also jetzt mal Butter bei die Fische hier. Der ist riskant natürlich. Das, ja. Wenn der nicht aus dem Spiel genommen wird, dann sehe ich hier Probleme. Aber generell, die sind gut aufgestellt, unsere Burschen hier. Kann man nichts gegen sagen, du. Jawohl, da wollen sie wieder. Ja, müssen aufpassen. Ah, der Löwe ist da. Alleine. Ja, aber müssen wir aufpassen. Aber noch ist nichts passiert, sehr schön. So, ja, wieder ein bisschen. Oben ist Akali alleine, da hätte man schon was machen können, hör mal. Wenn ich das richtig sehe, ist Teleport noch nicht ganz ready, oder? Oder ist das ein Fehler in meinem Gesicht? Letztes habe ich wieder in deinem Gesicht. Ah, gut, dann kann ich nicht richtig gucken. Na, dann hätte Teleport abgehauen. Ist aber nicht schlimm. Aber hätte man forcieren können. So. Ja, jetzt die Kugel ein bisschen ruhiger spielen. Ne, ein bisschen gezielte Angriffe. Ja, nächste Fight kannst du jetzt nicht mehr so einfach reinfahren. Ne? Da musst du ein bisschen musst du den richtigen Moment abwarten, ne? Für den tödlichen Pass. Richtig. Oder oh, ja, das Special jetzt nicht einmal alleine gelassen wird, finde ich nicht schlecht, muss ich sagen. Ja. Bei dem 1v1, da zieht er den kürzeren, ne? Der hat mehr Pace. Ne? Bisschen mehr Tempo. Der ist top, der ist Inform. Inform Akali. Was ist denn Inform? Ja, ist ein anderes Thema.
ist einfach schnell und gut besser. Gut. So, ne? Jetzt im direkten Duell. So. Verstehst du das? Ich verstehe, deswegen habe ich gefragt. Das ist, weil ich das nicht verstanden habe. So. Ja, gut. So. Ich denke, Eintracht wartet auf den Matchdrag. Ne? Wir werden in 2 Minuten werden den Matchdrag abreißen und dann. Das ist richtig. Und dann nehmen wir die Info am Akkadi einfach raus. Ja. Oder? So ist es. Ja, es ist genau mein Wunschdenken. Genau so sehe ich es. Ne? Oh ja. Oh nein. Oh ja, doch. Ja, ja, Löwe. Ja, klar, klar. Da kommen Teleports. Ganz viele Teleports. 3 Stück auf einmal. Das ist wie bei Star Wars. Von oben. Wie der Todesstern. Da kommst du reingerasselt. Wahnsinn. Der Todesstern gemisst. Der Todesstern ist kaputt. Ah. So, wir haben getradet. Wir haben 2 Ults auf unserer Seite getradet und haben bekommen Lulu-Ult und Sau-Ult. Ja, wir haben Sau-Ult ist super wichtig für einen Sau. Wer die nicht hat, ist halt super angreifbar. Und der stirbt hier. Der, Mann, der ist doch alleine. Der ist tot. Der rennt runter. Das ist Mäusespeck gewesen. Da haben wir vernascht, haben wir den. Das war ein Snack. Ab zum Baron. Ab zum Baron. Keine Labormaus ist das. Da haben sie keinen Jungler mehr. Kein Smite. Das ist ein Free Baron ist das. Ist wirklich. Ich weiß. Wer ist jetzt auch, wer will jetzt da rein? Also, Chunnel muss quasi jetzt Frontline spielen. Unsere Jungs werden immer unterschätzt und jetzt kriegen sie eine Peitsche ins Gesicht. So. Pride hat eine geile Flankposition. Jetzt müssen wir aufpassen. Noman ist da oben. Ach du Schande. Pride sollte zum Team dazu spielen. Vorsicht! Jetzt. Entweder oben oder unten. Ihr müsst euch entscheiden, Leute. Lasst euch jetzt nicht ficken. Lasst euch jetzt nicht Rückmann. Ficken. Rückmann! Habt du ihn nicht? Nicht ficken lassen. Pride muss reinmoven jetzt. Wer Pride muss jetzt? Rein. Ach du Schande. Oh, das dauert zu lange. Lass dich hinten von mir aus. Der Nash ist low. Das dauert zu lange. Ja, der Nash. Ja. Komm, geh mal die Wall. Ja, ja, genau. Sehr schön. So, ja, jetzt holt ihn euch. Aber ja. Ach, jetzt kommt, der kommt schon, ne? Das dauert zu lange! Das dauert zu lange! Du hast den Ball! Jawohl! Zack, das ist der Nächste! Spandau! Ich kann nochmal. Müssen aufpassen. Jawohl! Super, Jungs! Klasse! Ja, das sind sie, unsere Jungs. Wie sie das da gemacht haben. Es hat mir ein bisschen zu lange gedauert, muss ich sagen. Ja, aber war okay. Aber es gibt Sachen, es gibt Verbesserungen. Warum ist der Ball hier auf dem Nash? Warum kann Smash den Ball hier nicht unten haben? Ist auch egal, wir haben Nash geholt. So. Also Kinetic hat gesmited, sag ich jetzt einfach mal. Ja, ja. Der Löwe hat keine Zeit mehr. Ja? Ja. So, und jetzt in 10 Sekunden der Match-Dragon, ne? Der Match-Dragon. So, und das ist auch unserer. Der hat nicht mal Smite. Das hat Gold Goal quasi, der Dragons. So, mach mal hier, fang mal an da. So, nimm dir die Kanal. Oh, weia, war das Erden vor. Breit. Ja, gut, die ziehen sich zurück. Ja, die ziehen sie auch sich zurück. Ja. Die haben Angst, die Mäuse. Kleine Angstmäuschen sind da. Die haben Schiss, haben sie in der Büchs. Wahnsinn. Aber, muss man den lassen, lernfähig, ne? So. Contesten Sachen, kriegen auf die Fresse. Und jetzt stellen sie auf eine Base und warten, bis das Game für die vorbei ist. Ja, wir sind ja jetzt, wir haben ja jetzt die 2-0-Führung. Jetzt kann ja eigentlich nicht mehr viel passieren. Ne? Jetzt dürfen wir uns nur nicht kontern lassen. Jungs, holt das Ding nach Hause. Wäre so wichtig hier gegen den zweiten Platz, hör mal. Ja, ist eine Standardsituation, kann man gut verwandeln jetzt hier. Schön. Ah, Vorsicht, Nomanz von der Seite. Oh, Practice, der muss nach Hause. Der kann schon wieder Pflaster drauf tun. Aber geiler Damage von Senna hier an der Stelle. Bin richtig gut. Auch wie von geil, zwei Seiten kommen, ne? Wir haben noch keine. Du bist überlegen, wir haben noch keine Sender-Tampensch gesehen bisher. Das spielen wir zum ersten aber Mal. Aber Nomanz. Und es ist so Kinetic, geil. Oh, Vorsicht, Kinetic! Da, Prime von der da, Seite. Prime ist da und kann ja. Alles cool. Der kann den snacken, ne? Ja, kann den snacken. Und ich würde ganz ehrlich, ich würde auch jeden Spieler diesen Spielern snacken wollen. Junge, der. Oh, das wäre. Jetzt habe ich wirklich Puls, Freunde. Jetzt kommt's hier in die heiße Phase, ne? Alter, der muss schon wieder nach Hause gehen. Kauf dir Schuhe. Oder was auch immer du brauchst, um hier irgendwas zu reißen. Dame ist bei dem Programm Practice, das soll mal üben gehen. Wa? So. Entschuldigung, wir müssen emotional gerade, ne? Ja. Ja. Ganz entspannt, eine lockere Kugel nach vorne. So. In it down. Das sieht aber, ich hab wirklich Puls. Wirklich. Ich denk mir das nicht aus. So, Special muss ein bisschen auf Mana aufpassen. Junge. Okay, und schön. Schuld auch noch. Will man zwar weitergehen, dann ist die Frage. Haben wir jetzt noch Bock? Kinetic ist sehr weit vorne, aber kann sich natürlich auch nicht so laufen. Der Obstes, guck dir das an, der lauert, der weiß, was los ist. Weit nicht zu weit nach vorne gehen. So, hier, da einmal da die Zunge am Schlabbern da. Können langsam spielen, wir können noch weitermachen. Wir haben noch Buff. Ocean Drake. Haben wir noch Buff?
Ne, wir gehen jetzt einfach, wir kommen über oben. Auch okay. Na, haben wir jetzt den Innenbit zwar nicht ganz bekommen, aber mein Gott, dafür, da ist noch ein das T2, ne? Push ist das fein. Der Löwe, ja. der jagt doch nicht am Tag. Kurze Trinkpause, wieder regenerieren und dann abfallen. Der jagt sich dann an der Antilope und dann legt sich erstmal hin und snackt die Antilope weg. Aber auch nicht ganz und holt dann die nächste Scheibe am nächsten Tag. Hat eigentlich schon mal irgendein Team den Elderback gemacht? In der, ist das schon mal so weit gekommen? Mit Sicherheit, ja. In der Season? Da? Ja? Da geht's von aus. Aber unsere Jungs noch nicht, wa? Nee, aber wir machen haben wir auch? Wir, also, ich sag mal so, ich habe auch gleich einen Termin. Mit mehr als einer halben Stunde habe ich nicht. Ich halte das nicht mehr lange aus. Ich pinkel mir gleich ein vor Aufregung. Und das ist mir viel zu dolle hier. Das ist der zweite Platz, wenn wir die schlagen. Das ist der astreine Nummer. Ja. Wir haben Game of Legion geschlagen. Wir haben, also fast geschlagen. Da war der Nexus halt noch gestanden, aber zählt ja wirklich nicht. Ja? Mhm. Und, wir sind schon gut dabei. Ja. Ja, aber ja, die sagen auch bald wieder, wa? Chat, ich muss euch sagen, die Nexus mit dem Nexus ist auch nicht so, den müsst ihr nicht so ernst nehmen. Also, du müsst ja nicht so pingelig sein. Was ja, haben ist nicht gefallen, aber wir haben gewonnen. Okay? Ja, aber wir haben sowas auch schon mal in den Brunnen geworfen, ne? Also müssen wir aufpassen hier jetzt durch. Konzentration jetzt auf den letzten Metern. Erfahrungswerte, die natürlich da sind jetzt. Ja, klar. Wir wissen ja, wie es besser geht. Ne? So. Ja, Akali kommt jetzt sehr schön über Range, Kinetic, ne? Der ruhige Kugel schieben. Ich glaube, das fällt mit dem nächsten Baron, du hör mal. Und da habe ich ein bisschen Angst vor. Wobei, guck mal, hier 8000 Gold vorne. Ja. Ahead! Über den anderen. So! Das kann uns jetzt zu diesem Zeitpunkt keiner nehmen, dass wir da vorne sind. Na, wenn wir jetzt Stopp machen, haben wir gewonnen. Rein statistisch. Rechnen. Jetzt wird hier abgebrochen. So desperate. Der will jetzt, warte mal, was hat der denn ist eigentlich? Ist ja so, hat er sich da komisch. Was ist mit dem falsch? Schön! Oh, schöne Ult. Jawohl! Also schade! Das glaube ich kein Catch. Naja, aber ne, der musste auch erstmal wieder nach Hause. Ult. Oder kurz warten. Ult beantwortet, ist schon okay. Ich finde immer noch. Oriana Ult kannst du links beim Cooler, während der Cooler runtergeht, kannst du beobachten. Ja, das ist geil, ne? Der tickert so runter, ne? Wie eine Uhr. Geht so rum. Hammer. Im Uhrzeigersinn sind sogar. Klasse. Magst du Uhren? Ich frag. Ja. Gut. Zeit. Was ist das für eine Frage? Magst du Uhren? Ich will nur fragen, ob du Uhren magst oder was. Magst du Straßenbahn? Nee. Siehst du? Nur Assis unterwegs. Richtig. Magst du Uhren? Was halt. Wenn man nicht weiß, worüber man reden soll. So, Fankultur hört ja, auch, sich mal ein bisschen kennenzulernen. So, pass mal auf, es ist Zeit nämlich. Jetzt auch schade. Ich wollte jetzt einen krassen Spruch bringen, aber hat nicht gewirkt. So, die haben Bock, ne? Upright, da muss aufpassen. Das ist komplett okay, wenn wir einfach. So, also die Jinx hat eine Stopwatch, da müssen wir einfach mal im Auge behalten. Ich habe jetzt noch gar nichts hier auf die Eile. So, aber jetzt geht's aber mal wieder drauf. So, der ist schon wieder, weg, aber vorher ist nicht hinten! Hallo! Time Cover, Time Cover! Euch. Wir die Sterne, No Mann, guckt nur zu! Der guckt nur zu! Was ist ein Depp? So. Ja, und jetzt holen sie sich den. Einfach klasse. Das ist so smart! Unsere Eintracht, da muss das. Ja, hol ihn raus! Jawohl! Jungs! Macht das! Macht das! Ich hab noch einen gleich. Und jetzt einfach rüber. Einfach drüber rollen. Look, Kinetic. Und zack! Jawohl! Da ist das Ding! Dann muss es doch sein. Zack, meine Damen und Herren! Eintracht Spandau macht Mäusespeck aus den Mäusen! Jawohl! Eintracht! 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 Wahnsinn! Geiles Game, Jo! Wahnsinn! Schöne Nummer! Die auseinander! Den zweitplatzierten Hops genommen! Klasse! Auch wieder nur einen kleinen Fehler gemacht auf Toplane! Ach, scheiß auf den Fehler! Ein perfektes Game geschissen. Wieder! Richtig gut und überragend gemacht! Geile Nummer! Hallo! Hallo! So, das ist ein bisschen groß. Ja. Das erfüllt mich mit Freude! Das erfüllt mich mit Freude! Klasse! Ja! Einfach geiles Spiel. Das Positioning auch wieder am Ende. Das ist auch für League-Konnoisseure, ne? Also muss ich sagen. So. Und jetzt machen wir was. Meine Damen und Herren, alle im Chat, jetzt mal die Arme nach oben. Alle mal die Arme nach oben. Gib mir ein H. Oh. Gib mir ein U. U. Gib mir ein M.
nochmal. Geil. Geile Nummer. So. Einfach geil. Schön. Pass auf, was du jetzt machst ist, ist unter uns hier. Was? Den Pride, den rufen wir jetzt an. Ach so. Und du schreist den jetzt einfach mal voll ins Ohr. Ja. Mit dem Ding. Ja, ja. Jetzt. Abfahrt. So. Herr Breit, was ist das denn? Hier spricht die Elo-Polizei. Eins gegen eins auf der Tablet, was war da los? Da war nicht eins gegen eins, aber naja, du weißt schon. Der hört mich nicht. Warum hört er mich nicht? Scheiße! Jetzt höre ich euch, jetzt höre ich euch. Ja, jetzt geht's. Also wir tun jetzt so, als wäre das alles nicht gewesen, ne? Nee, da kannst du drauf lassen. hier spricht die Elo-Polizei, Kalle Koschinski auf der Top-Lane, heute 0-1 gegangen. Das kennen wir besser von dir, wa? Ja, also ich höre dich nicht so gut, wenn du durch das Megafon sprichst, aber Top-Lane war, also ich war ein bisschen invisible, würde ich sagen, so ja, am Anfang. Ja. Das macht nichts. Aber dann kam trotzdem Schnappi ins Spiel. Also. Ja, du hast halt auch wieder zu ihr geschnappt, ne? Fand ich super, wirklich. Ganz klasse Kiste, wie ihr da auch den Nomans rausgenommen habt und den Practice habt ihr nochmal auf den Übungen. Eintracht! Ach, Kevin, geh aus dem Bild, du springst, rasch dich! Jetzt will ich aber hier mit Breit sprechen, was soll das? Korrekt, das ist so korrekt. Der ist nicht ausgelastet. Was will der? Der ist nicht ausgelastet. Das ist die Führungsetage, die ist nicht ausgelastet. Ey, die machen, was die wollen da. Schrecklich. Ich dachte, wir haben hier Spielerinterview. Willst du auch noch was fragen? Ja, natürlich. Ja, klar. Erstmal, hallo Pride, Grüße. War ja wieder ein arschgeiles Game, muss ich sagen. Hat mir wieder extrem gut gefallen. Wie war das für dich gegen den. Also, ich denke, Trundle ist einfach gut gegen den. Du bist nicht mal im Bild, komm doch mal rein hier. Man sieht dich ja nicht. Ja, also, das Ding ist, ich habe noch nie gegen Trundle top gespielt. Ja. Die haben das natürlich prepared, weil die wussten, dass wir Renekton picken werden. Ja. Deswegen war auch mein Mindset, einfach so safe wie möglich zu spielen im Early Game. Ich habe fast keinen CS abgeben müssen und wir hatten einfach einen schlechten Play, einen schlechten 2v2, ja, den wir auch gewonnen hätten, wenn wir an die Senna Ult gedacht hätten. Ich glaube dort, wenn wir das Beste spielen, ist das tatsächlich ein 2-0 für uns. Ja, da hat der Bait nicht funktioniert, ne? Ja. Ne, gut, aber hat mich auch nicht, also der Trundle war auch danach einfach komplett useless so und du hast ja, halt so viel cool Wert gehabt noch hinten raus tatsächlich. Glaubst du, ändert sich was mit den Item-Changes? Die Bruiser-Items werden gechanged, glaube ich, oder? Also ich glaube, Death Stance ist einfach komplett OP auf fast jedem Top-Laner. Also zum Beispiel Renekton gehst du jetzt statt Sterax gehst du Death Stance als zweites und dann bist du noch mehr unkillable in den Teamfights. Ja. Aber sonst ist Sterax einfach ein bisschen schwächer oder und Gordrinker, der Build-Path ist einfach ein bisschen schlechter. Aber ja, also ich hab mich noch nicht so viel. Also wir spielen ja auch auf dem alten Patch. Ich glaube, nächste Woche spielen wir jetzt auf dem neuen Patch. Ja, genau. Und da recherchiere ich auch wirklich, was gut ist. Ich wollte sonst noch mal kurz was Kalle erwähnen, weil das wird hier, glaube ich, nicht so häufig angesprochen. Ich mache mal das Mikrofon ein bisschen. Ich wollte mich mal im Namen der ganzen Fanszene bei euch bedanken, wie ihr jetzt die letzten Wochen reingezischt habt, da wir richtig Gas gegeben habt und wie ihr hier die Punkte auf die Tabelle bringt. Ne? Also wir stehen voll hinter euch, eine ganz klasse Nummer, wie ihr da gerade durchrasiert. Leute sind immer hyped, ich weiß nicht, ob ihr die Zahlen von den Streams hier kennt. Komplett alle feiern Spandau, eine richtig geile Nummer. Und wir finden es richtig geil, dass ihr jetzt auch gegen Mousebots die Kackmäuse da einfach mal weggezischt habt. Ne? Richtig geil, macht auf jeden Fall weiter so, bleibt dran und dann wird's was auch in den Playoffs. Ey, richtig geil, wirklich. Applaus für danke, euch. Danke. Gute Leistung. Danke. Ihr seid jetzt ja noch nicht so lange auch untereinander, ne? Ist richtig, richtig geil, wirklich. Ja, also ich denke, wir haben uns sehr, sehr stark verbessert und der Support, den wir kriegen, ist auch crazy. Also auch bei mir, also persönlich, also die letzten paar Wochen waren ja ziemlich okay für mich, also mit Renekton und Gwen jedes Game. Also der Support ist wirklich krass und dafür will ich mich auch bedanken, das ist wirklich crazy. Geil. Kannst du mal ganz kurz sagen, auf welchem Twitch-Kanal du eigentlich nochmal streamst, weil das habe ich jetzt, glaube ich, noch gar nicht rausgehört. Falls jemand Lust hat auf ein bisschen Top-Lane-Gameplay. Ja, ja, falls ihr Lust habt auf Top-Lane-Gameplay, heute auch nach der Prime League, twitch.tv/pride mit einem H am Schluss. Geil. Pride quasi Pride mit H am Ende. Vielleicht können die Mods genau, ja mal den Channel hier gerade mal posten. Die Mods sollen die mal hier dann posten. Die Mods sowieso, die sind super. Und dann Mods, sollen die da mal hier sagen, schön reinfolgen da. Mods haben ja nicht viel zu tun, weil der Chat sowieso geil ist. Ja, Pride. Pride. Ja, Pride, ey, mega geile Leistung wieder mal. Ey, unaufhaltsam,
geiler Lauf, muss ich sagen. Macht doch als Fan einfach absolut Bock zuzusehen gerade. Ja, ich habe den Comeback gecallt. Also als wir 0-4 waren, ja, habe ich den Miracle Run gecallt. Ja, es ist geil. Es ist einfach nur geil. Warum wird dein Rennington nicht weggebannt? Warum kriegt man dich nicht im Griff? Warum bist du so ein Tier, mein Freund? Ich meine, die haben heute natürlich den Trundle, die wollten Trundle gegen Rennington spielen. Die hatten wenigstens einen Plan. Also zum Beispiel gegen SK, die hatten keinen Plan. Also ich weiß nicht, was in der Zukunft so kommen wird. Aber ich bin glücklich, wenn ich Rennington oder Gwen spielen kann. Aber gleichzeitig ist das auch ein bisschen langweilig für mich. Ich will eigentlich meine anderen Champions zeigen. Ja, gewinnen ist auch doof. Ne? Ja, also, wer will schon gewinnen? Ja, ne? Ja, aber ich bin mir sicher, du kommst noch zur Gelegenheit, deine anderen Asse aus dem Ärmel zu zücken, sagt man ja, ne? Genau. Gut, Pride, danke, dass du da warst, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Grüße gehen raus an dich und das Team. Habt noch einen schönen Abend. Und dann sehen wir uns ja diesmal nicht übrigens in der Super Week, Leute. Also wir sehen uns am Sonntag nicht wieder. Mhm. Wir haben jetzt endlich mal auch ein Wochenende, also ich zumindest, habe ein Wochenende frei. Ich glaube, ihr trainiert wahrscheinlich auch durch, ne? Ihr auch? Nee, also wir haben einen extra Tag einfach frei. Also so zwei Tage Off-Day statt nur einen. Ja, nice. Ja, das habt ihr euch auch verdient. Herzlichen in den Chat hier nochmal für unsere Jungs, die heute wieder eine gute Leistung abgeliefert haben. Wie gesagt, die Kurve steht hinter euch, ne? Hier ist real und sowas alles. So, bevor jetzt hier, ich wollte dich gerade verabschieden, aber wir müssen euch noch singen. Ja, das war ein Fehler. Genau, ja. Wir müssen natürlich singen. Singen wir jetzt mit Delay zusammen? Es ist wie immer sehr terrible. Aber das machen wir. Ja, dann machen wir das. Bin ready. Ja, gib mir eine kurze Sekunde, dann stimme ich gerne an. Ja? Gerne. So. Subi. Leute, los geht's, ne? Los geht's. Wo die Havel rollt, die Spree. Von Berlin aus, Wo die Zitadelle rockt und die Altstadt uns lockt, da ist Spandau, da sind wir. Spandau, wir lieben dir. Bye bye, Boris. Macht's gut. Ciao. Bye bye.